Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist der Seminarvortrag von mir zur Abwechslung zum Thema Die schwingende Saite. Es geht in diesem Seminar um Mathematik nicht nur in der Musik, sondern auch in der Physik, wenn es um Töne geht, um Hören, um Tonleitern und dergleichen. Da haben wir schon einiges gehört. Hier geht es speziell um die Physik einer Saite als abstrahiertes, ideales physikalisches System. Das werde ich jetzt hier mal entwickeln und dieses Video wird aufgenommen mit Live-Zuhörern, also wenn ich demnächst dann ab und zu mal interessiert ins Nichts höre und dann was dazu sage, dann liegt es am Publikum. Willkommen nochmal und ich schalte jetzt mal auf die Schriftanwendung um. Vielleicht machen wir es so. Genau. Gut, das können Sie hoffentlich alle lesen. Es geht um, Sie haben ja alle schon mal eine schwingende Saite in der Hand gehabt, hoffentlich. Wie würde ich das System idealisieren? Wir betrachten hier ein eindimensionales Bild mit einer Raumkoordinate x von links nach rechts. Wir sagen, das System hat eine feste Länge groß L. Und das ist der physikalische Ort der Saite in der Rauf-Runter-Auslenkung, das nenne ich h, von x und t, also zu einer bestimmten Zeit ist h von t x abhängig, soll das hier heißen. Und dann haben wir, sagen wir, so eine ausgebeulte Form. Und was dann in einem kleinen Stückchen von dieser Seite passiert, ist, dass wir eine, sagen wir am linken Ende, eine Seitenspannung in die eine Richtung haben, die ich jetzt mal mit T bezeichne, und am rechten Ende eine andere Seitenspannung nach rechts, die sich auf eine gewisse Weise mit allen anderen Kräften im Gleichgewicht befinden muss, wenn hier ein ganz kleiner, aktuell nicht zu sehender Winkel zwischen den beiden liegt, dass das also ein bisschen knickt, die ganze Sache, dann würde hier eine resultierende Kraft aus der Vektoraddition aus den beiden Spannungstermen folgen. Und Sie sehen schon, dass die dann senkrecht zeigt und dazu führt, dass in diesem Fall die Saite nach unten zurückschwingt. Und jetzt geht es darum, diese Größen wirklich zu betrachten in ganz realen Größen hier. Also das Gebiet ist dann hier der Bereich zwischen dem linken und rechten eingespannten Ende. Also L ist die Länge. Sie können das alles, wenn Sie wollen, in physikalischen Einheiten messen, also in Metern zum Beispiel oder in Sekunden. Und wenn Sie dann Meter durch Sekunde teilen, dann sollte eben auch Meter durch Sekunde rauskommen. Das ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal, mathematisch. Wir sagen, dass am linken und rechten Ende zu allen Zeiten, Entschuldigung, das müsste LT heißen hier, dass sie dann 0 sein soll. Und T ist Betrag der Spannung. Spannung ist eine physikalische Größe. Kraft pro Querschnittsflächeneinheit ist das. Das heißt, ein dickes und ein dünnes Seil können unter derselben Spannung stehen, wobei die Absolutkräfte in dem dicken Seil proportional größer sind zu dem dünnen Seil mit dem Flächenverhältnis. Also Spannung ist ein relativer Begriff zur Querschnittsfläche. Was gibt es noch für wichtige Größen? Es gibt die Längendichte. Diese Saite hat ja ein Gewicht. Die Längendichte wäre dann Rho und die Gesamtmasse ist dann Längendichte mal Länge. Also Rho ist nichts anderes als relative Masse durch relative Länge, also zum Beispiel 1 Kilogramm pro Kilometer bei diesem Draht oder 20 Gramm pro, wie auch immer lang, also eine Gitarrenseite wiegt eher so 2 bis 3 Gramm. Ne? Also das kann man dann entsprechend ausrechnen, was dieses Rho ist. Und das bezieht sich natürlich auf dieses kleine Stückchen, das hat dann eine Masse, die
diese ganz kleine Länge multipliziert mit Rho dann ist. Wir können jetzt direkt uns dieses Vektoraddition-Diagramm weiter angucken. Und zwar greife ich das mal hier raus, dass wir sozusagen einen kleinen Bogen an Seite haben, der wie so ein Kuchenstück hier mit einem Winkel Alpha läuft. Das heißt, wir hätten einen sehr übertriebenen, geschwungenen Knick in dieser Seite, der die entsprechende resultierende Kraft hat. Ich würde das hier vielleicht als Delta Alpha bezeichnen, diesen Winkel. Wir haben in Länge betrachtet, haben wir auch einen bestimmten Längenbereich Delta X, den wir uns angucken. Was heißt das denn jetzt? Wir wollen jetzt hier Trigonometrie betreiben. Wenn wir das nochmal genauer rausnehmen, dann haben wir streng genommen 2 mal Delta Alpha halbe im rechtwinkligen Dreieck. Das ist Ihnen jetzt alles nicht unbekannt. Das heißt, die Kraft ist dann genau die dritte Seite von diesen 2 rechtwinkligen Dreiecken und dementsprechend ist F an dieser Stelle x, wobei x und Alpha zueinander in Beziehung stehen, 2 mal t, t die Spannung. Ich gehe hier davon aus, dass die Spannung über die ganze Länge konstant ist. Das funktioniert allein schon dadurch, dass die Elastizität der Seite dazu führt, dass sich die Seite bei starker Spannung ausdehnt und bei geringer Spannung zusammenzieht, sodass sich da ein Gleichgewicht konstanter Spannung über die Länge grundsätzlich einstellt. Und wir gehen auch davon aus, dass die Auslenkung in Y-Richtung hier, also senkrecht nach oben und unten, so klein ist, dass es im Grunde alles kaum messbar ist. Also dieses Delta Alpha zum Beispiel sind sehr, sehr kleine Winkel und in dieser Näherung ist T erst recht konstant, weil es im Grunde immer so gut wie horizontal liegt. Aber eben nur fast. Das ist alles erste Näherung für sehr kleine Winkel Alpha und sehr kleine Auslenkungen H von T. Relativ zur Länge L. So, was ist denn das hier? Das ist nicht 2t, sondern 2t Sinus Delta Alpha halbe, wie Sie sich leicht aus dem Dreieck hier überlegen können. Und für kleine Alphas ist Sinus irgendwas, ungefähr irgendwas. Das heißt, wir kürzen die 2 weg und sind bei t mal Delta Alpha, einer ganz simplen Proportionalität. Bis hierhin, glaube ich, ist die Geometrie und die Physik noch relativ klar. Und viel mehr werden wir nicht brauchen. Ich schreibe sie nochmal hin. Kleine Auslenkung, das heißt, diese Näherung erster Ordnung können wir grundsätzlich als zulässig annehmen. Wie wollen wir denn jetzt die Funktion h mit dem Winkel in Beziehung setzen? Sie denken sicherlich an die Steigung einer Funktion. Das wäre h gestrichen von x. Und Sie haben alle das Steigungsdreieck schon mal gesehen. Und in Dreiecken haben wir jetzt ja wieder Winkel. Das heißt, die Beziehung, die wir hier haben, ist, dass wir eine Tangente haben. Das wäre von mir aus h von x und dann ist h aber leicht krumm. Das heißt, wir hätten hier h von x plus Delta x, die dann eben sich nicht ganz linear weiterentwickelt. Und dann können wir eine Taylor-Entwicklung hernehmen. Das wäre erste Ordnung. In t ist hier nicht die Zeit, Entschuldigung, das sollte ich vielleicht irgendwie anders nennen. Machen wir das doch direkt. X plus p. Ja. Und wir könnten den zweiten Term noch dazu nehmen. H2 gestrichen. P Quadrat, und hier hören wir auf. Hier käme jetzt das Restglied zur Ordnung 3. Deswegen habe ich hier das ungefähr Zeichen stehen. Wir können diesen Ausdruck ableiten nach x und das ist dann, Entschuldigung, nach p und das ist dann dies. Wir hätten alternativ natürlich auch h gestrichen jetzt Taylor entwickeln können bis zur ersten Ordnung und
Wir sehen also, dass wir mit unserem Steigungsdreieck hier vielleicht so arbeiten können. Und dann ist dieser Teil hier ungefähr h gestrichen Delta x, wenn ich das hier an der richtigen Stelle hingemalt hätte. Also es ist relativ klar, dass der Steigungsdreieck hier, dass das der Tangens von Alpha ist, h gestrichen durch mal, nee, einfach nur h gestrichen. Ne? Und das schreiben wir jetzt mal auf. Ich sollte vielleicht meine Gleichung hier mal nummerieren. Also die 2, das wäre die hier. Die 1 wäre die Randbedingung hier oben. Und das hier wäre die 3. Gucken Sie sich das nochmal an. Jetzt können Sie sich vielleicht schon denken, wie wir das so langsam zusammenstöpseln. Gut, das geht dann entsprechend weiter. Tangens Alpha von x ist h gestrichen von x, ganz simpel, Tangens Alpha x plus p hier habe ich diese Formel 3 benutzt, ganz simpel. Sie sehen, die Differenz zwischen den beiden Ausdrücken ist nur noch h2 gestrichen p. Und jetzt können wir diese beiden Formeln 4 voneinander subtrahieren. Das passt hoffentlich noch so gerade aufs Papier, in dem Sinne, dass wir wieder annähern so wie eben auch erste Ordnung in der Sinusfunktion für kleine Winkel, in dem Fall Beta hier stellvertretend. Und jetzt nenne ich das P mal Delta X hier. Und hier muss jetzt das ungefähr hin, weil das hätte ich auch hier schon hinschreiben müssen wegen des Ungefährs da oben. Und das ist jetzt aber nochmal ungefähr, indem sie das Tangens Beta ungefähr Beta ist. Das heißt, Delta X, Verzeihung. So könnte man das sehen. Ne? Und links ist dann jetzt ja nichts anderes als Delta Alpha, könnte man meinen. Das ist im Grunde richtig. Wir müssen jetzt, wie in allen physikalischen Problemen, kurz über Konventionen nachdenken. Wie ist das denn? So wie ich hier in diesem Bild den Alpha-Winkel eingezeichnet habe, wird ja der Winkel größer, wenn die Steigung kleiner wird. Das heißt, ich habe im Grunde ein Minuszeichen hier hinein definiert. Das möchte ich jetzt hier kurz nicht unerwähnt lassen unten. Ne? Und dass ich, das ist vielleicht aus dem Diagramm, wird das, glaube ich, am klarsten, dass ich mir hier das Minus noch genommen habe. Der wesentliche Zusammenhang ist der zwischen dem Delta Alpha und dem Delta X, zwischen den beiden eben nur H2 gestrichen steht. Was ja eine feine Sache ist, denn das H2 gestrichen möchten wir mit dem H in Beziehung setzen. Das Delta Alpha kennen wir in dem Sinn nicht, deswegen würden wir das Delta Alpha gerne rauswerfen in Zukunft und durch H2 gestrichen Delta X ersetzen. Ich lege das mal hier nach rechts. So vielleicht. Größer geht nicht. Gut, jetzt reicht es leider nicht ganz. Ne? Ich mach's mal so. Könnte so gerade hinkommen. Gut, das ist doch schon mal prima. Jetzt
kommt tatsächlich ein bisschen Physik. Jetzt überlegen wir uns, dass die Beschleunigung multipliziert mit die Masse nach Newton das gleiche ist wie die Kraft. Also auf Deutsch, eine Kraft führt dazu, dass sich ein System ändert oder dass sich die Geschwindigkeiten im System ändern pro Zeiteinheit. Die Beschleunigung ist Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Was ist Geschwindigkeit? Geschwindigkeit ist Ort pro Zeit. Und die Zeit in diesem Fall ist t und der Ort ist das h. Das heißt, wir können es so machen, dass wir die relativ, also die Masse dieses Stückchens Seite, das wir die ganze Zeit betrachten in unserem Dreieck, das ist die Masse an dieser Stelle für dieses kleine Untersystem. Beschleunigung ist H2 Punkt, das ist Kurzform für zweite Zeitableitung, Strich für Ortsableitung, Punkt für Zeitableitung, beliebte Physikernotation. Und jetzt muss ich hier wieder mit dem Vorzeichen aufpassen. F ist nach dem ersten Diagramm, das wir hier hatten, die Kraft nach unten. Das heißt, aber in der Formel hier rechts ist F jetzt ja kein Pfeil, sondern einfach nur eine Zahl. Ne? Und das heißt, wenn F in dem Sinn positiv ist, dann ist die Beschleunigung nach unten. Ist alles Konventionssache. Man kann sich die Konvention aussuchen, wie man möchte. Man muss nur gucken, dass sie insgesamt grundsätzlich schlüssig ist. In dem Fall ist es jetzt so, dass F, wenn die Seite nach oben ausgelenkt ist, eine positive Zahl ist, sodass die Gesamtkraft rückwärts nach unten geht. Deswegen dieses Minus. Ich hätte alternativ hier auch das Minus weglassen können und mir diesen Minus-Trick hier unten sparen können. Dann hebt sich das nämlich alles wieder auf. Ne? Also das ist ist gerne Konventionssache. Und die Masse, was war denn das? Das war Rho mal Delta X nach unserer Definition der Massendichte H2 Punkt von X. Und jetzt können wir unsere schöne Formel Nummer 2 von hier rechts außen, nämlich für die Kraft einsetzen und sehen, dass es minus T Delta Alpha. Und das Delta Alpha wird jetzt rausgeworfen nach Formel 4 hier unten, die ich übrigens mit 5 dann bezeichnen wollte. Und dementsprechend kriegen wir jetzt hier ein TH2' von X Delta X. Und glücklicherweise steht jetzt auf beiden Seiten ein Delta X, das können wir also schon mal ausklammern. Und dann ist es weg. Und wir haben gleichzeitig, haben wir hier das erste Mal eine Beziehung zwischen der Zeitableitung von H und der Ortsableitung von H. Und zwar beide zweiten Ableitungen werden miteinander in Verbindung gesetzt mit dem Proportionalitätsfaktor Rho durch T. Das kann ich jetzt aufräumen. Was übrig bleibt, ist Groß T durch Rho. Groß T, die Spannung, kann man ja messen. Man kann die Seite einspannen und dann so und so feste drehen. Das ist eine Größe, die man physikalisch in der Hand hat. Also die Spannung von der Gitarrenseite, die können Sie auch nachlesen, was da so übliche Werte sind. Und wenn Sie da dran drehen, machen Sie nichts anderes, als über die Elastizität der Seite die Spannung auf einen Wert einstellen, den Sie hören natürlich. Ne? Wir haben ja kein Spannungsmessgerät an dieser Gitarre. Und warum wir das hören können, dazu kommen wir ja gleich jetzt. Ne? Aber Punkt ist, Rho ist gegeben dadurch, wie dick Sie Ihre Seite produzieren. Und T können Sie durch die Schräubchen am Gitarrenhals einstellen. Das heißt, beide Größen sind bekannt. Das ist ja schon mal entscheidend hier. Und rechts steht dann H2 gestrichen von X und T. Zusätzlich gelten weiterhin die Randbedingungen. Und damit haben wir schon mal eine Differentialgleichung zweiter Ordnung in Ort und Zeit, mit der wir tatsächlich anfangen können, jetzt Lösungen zu raten. Also Sie könnten jetzt gucken, was für Funktionen würden denn diese Gleichung lösen und dann versuchen, das mit der Bedingung 1 in Beziehung zu setzen. Und dann müssen wir noch eine Anfangsbedingung spezifizieren, vermutlich, weil Gleichungen zweiter Ordnung zwei Bedingungen brauchen, um wohl definiert zu sein für alle Zeiten. Nicht nur eine. Und jetzt
führen wir hier mal eine Definition ein. Groß T durch Rho soll, ist ja immer positiv, eine C-Quadratgröße sein. Warum, werden wir gleich noch sehen. Das ist hier erstmal nur eine Zahl, damit wir nicht dauernd so viel rechnen müssen. Eine Frage nach den Einheiten hier schon mal. Welche physikalischen Einheiten hat denn hier was? Also wenn es vollkommen egal, ob wir hier H in Metern oder in Meilen messen, weil links und rechts in Gleichung 7 ja dieselbe Einheit für H auftaucht. Das heißt, die Frage ist, was haben wir sonst noch für Einheiten? Links teilen wir zweimal durch die Zeit. Das ist ein Differenzenquotient zweiter Ordnung im Limes. Das heißt, wir haben 1 durch Sekunde Quadrat. Rechts teilen wir zweimal durch die Länge als Ortsableitung. Das ist also 1 durch Meter Quadrat. Und wenn wir das vergleichen mit C, dann sehen wir, dass C die Einheit Meter pro Sekunde haben muss. Ja, also dadurch, dass wir Meter Quadrat und Sekunde Quadrat haben, rechtfertigen wir, dass wir ein Quadrat mit T durch Rho gleichsetzen. Und C hat tatsächlich die Einheiten einer Geschwindigkeit. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass sich Störungen auf dieser Seite mit einer Geschwindigkeit von links nach rechts ausbreiten zum Beispiel. Ne? Also wenn Sie irgendwo rechts loslassen und Pling sagen, dann wandert ja dieser Impuls nach außen weg. Und unsere Vermutung ist, allein durch die Einheitsdiskussion, dass diese Geschwindigkeit dieser Fortsetzung des Impulses tatsächlich dieses C ist. Ne? Das würde bedeuten, je strenger, also je fester wir die Seite einspannen, je größer T ist, desto schneller setzen sich Signale fort. Und je schwerer die Seite ist, desto kleiner wird C. Also wenn Rho groß ist, ist C klein. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Ne? Schwere Seite bedeutet träges System, langsamer Fortbewegung. Sie kennen vielleicht auf Spielplätzen diese Taue, mit denen man so rauf und runter Sport machen muss. Ne? Und da können Sie das überprüfen. Da können Sie die Spannung einstellen, je nachdem, wie fest Sie an dem Tau ziehen. Und Sie können sich dann wahrscheinlich schwere und weniger schwere Seile aussuchen und dann versuchen Sie mal zu wackeln und messen mal die Geschwindigkeit der Wellen auf diesem Seil. Und da werden Sie gucken, dass das eine ganz gute Gleichung ist. Gut, wir wollen dieses Ding jetzt lösen. Das ist also Differentialgleichung zweiter Ordnung und in Ort und Zeit. So, und das war jetzt Thema 2. Wie lösen wir dieses Ding? Wir machen einen altbekannten Ansatz, nämlich den Separationsansatz. Wir sagen, dass das Ort und Zeit möglicherweise relativ unabhängig voneinander die Physik dieses Systems hier beeinflussen. Und dementsprechend können wir eine Vermutung anstellen, nämlich dieses hier. Das ist ein Produktansatz. H von x und t soll ein Produkt einer Orts- und einer Zeitfunktion sein. Mit den Randbedingungen für alle Zeiten. Das bedeutet in dem Fall, dass unsere Längenbedingungen sich nur noch auf U beziehen sollte. Damit haben wir die Randbedingung ja schon erschlagen. Die taucht also in der Zeitfunktion erstmal nicht auf. So, das wäre Gleichung 9. Und dementsprechend ist H2 gestrichen, die Ortsableitung U2 gestrichen V und die zweite Zeitableitung ist dann U V2 Punkt. Ganz klar. Und das bedeutet also, Entschuldigung, ich wollte das hier nicht V nennen, sondern W. Aber warum eigentlich? Macht ja nichts. Wir nennen es einfach mal W. Vielleicht brauchen wir V noch für was anderes. So, ne? UW2 Punkt ist also nach unserer Gleichung C Quadrat U'W. Und wann immer sowohl U als auch V ungleich 0 sind, das würde, wenn überhaupt so ein Punkt existiert, bei stetigen Funktionen eine offene Menge sein.
können wir versuchen, in dieser offenen Menge die Differentialgleichung schon mal zu lösen oder einen Ansatz zu finden, den wir dann später gültig zeigen für auch Mengen, auf denen u oder w 0 sind. Und dazu teilen wir auf dieser Menge durch uw, also durch h auf Deutsch. So. Also wir haben das nur eingesetzt und dann geteilt. Das bedeutet jetzt aber, dass links eine rein zeitabhängige Funktion steht und rechts eine rein ortsabhängige Funktion. Und da sich bei festgehaltenem Ort die Zeit ja trotzdem weiter bewegt, kann das nur bedeuten, dass zeitabhängige Ausdrücke, die nur vom Ort abhängen, konstant sein müssen in der Zeit. Sonst anders kann es ja nicht sein. Und das Gleiche gilt andersrum. Da wir bei festgehaltener Zeit den Ort auch an verschiedenen Stellen angucken können, muss dann die rechte Seite auch konstant im Ort sein. Und da sie nur vom Ort abhängt, muss sie insgesamt eine Zahl sein. Das heißt, sowohl rechte als auch linke Seite können nur eine einzige feste, konstante Zahl sein. Also noch nicht mal mehr eine Funktion. Und diese Zahl, die können wir einfach irgendwie nennen, ne? Also das ist abhängig von t und das ist abhängig von x. Und jetzt sehen wir dann schon, dass wir folgern können, dass das linke, also Left-Hand-Seite hier, schreibt man gerne mal, und rechte Seite komplett unabhängig voneinander und von x und t sein und dementsprechend gleich identisch einer Zahl q sein müssen. Und das können wir jetzt einsetzen entsprechend. Sagen wir, das hier wäre 11. Und wir können jetzt mit einer von den beiden Seiten anfangen. Dieses q kennen wir noch nicht. Wir versuchen jetzt im ersten Schritt, mögliche Werte für q herauszufinden. Da sollten wir vielleicht die Ortsbedingungen nehmen, denn da haben wir schon Randbedingungen. Die könnten uns helfen, das q fester einzugrenzen. In der Zeit wissen wir nämlich noch gar nichts. Deswegen könnten wir mit dem stärker bestimmten Teil, dem Ortsteil, anfangen hier. Und dann vergleichen wir das nochmal, sehen also, wenn Nummer 11 komplett gleich q ist, dann können wir auch sehen, dass q durch c Quadrat gleich u2' durch u ist zum Beispiel. Oder das schreibe ich einfach mal hier so runter. Ne? So. Also. Und da wissen wir schon, das ist eine Differentialgleichung, die können wir lösen. Wir wissen, dass das nur für Sinus-Kosinus-Funktionen gilt. U2' durch u gleich konstant ist eine Differentialgleichung, die die Sinus- und Kosinus-Funktionen erfüllen. In unserem Fall können wir die Kosinus-Funktion nicht nehmen, weil die bei 0 nämlich den Wert 1 haben. Aber bei 0 muss ja 0 rauskommen. Das heißt, wir können nur den Sinusanteil hier verwenden. Es muss also mit einer konstanten Groß u und einer anderen konstanten k diese Gleichung gelten. U von x ist schlicht und einfach eine Sinusfunktion. Anders geht's nicht. Jetzt haben wir die linke Randbedingung schon benutzt. Also ich schreibe hier nochmal wegen Randbedingung links. Was gibt uns die Randbedingung rechts? Die bedeutet, dass Sinus für x gleich groß L ja schon wieder 0 sein muss. Und das bedeutet, dass k 2pi mal eine ganze Zahl sein muss. Oder pi vielmehr mal eine ganze Zahl sein muss. Anders geht es ja auch hier wieder nicht. Und dementsprechend ist die Lösung q durch c ist gleich k Quadrat an der Stelle. Und k kann nur ganzzahlige Vielfache von pi durch groß L sein. Das könnte ich also mit k und einem kleinen n beschreiben. Und n fängt bei 1 an, mit 2, 3, 4 und so weiter. Das heißt, wir haben eine unendliche Anzahl von möglichen Funktionen im Ort, die das lösen.
Die sind aber alle parametrisiert durch eine natürliche Zahl klein n. N ist also sozusagen die Anzahl Schwingungsbäuche im Ort. Also zum Beispiel, sowas wäre n gleich 3 hier. Das nennt sich auch Moden, die dann mit L durchgezählt werden. Das ist auch schon mal was. Also im Ort sind wir sozusagen erschöpfend durch schon. Und jetzt gucken wir uns noch an, was in der Zeit passiert. Das überrascht Sie jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Wenn Sie sich überlegen, dass Sie eine schwingende Seite kurz fotografieren, dass das dann irgendeine Schlangenlinie ist. Naja, wer weiß. Also das, Sie haben vielleicht schon mal, vielleicht haben Sie ja sogar so eine Mode schon mal gesehen. Also die Mode n gleich 2 bedeutet ja, dass wir zwei Bäuche haben, dass also genau in der Mitte des Systems auch konstant 0 herrscht. Das heißt, die Schwingung würde sozusagen so schwingen. Das können Sie auf der Gitarre mal versuchen. Sie suchen sich ungefähr die Mitte aus, drücken so leicht auf die Saite und plingen dann woanders und lassen dann los. Und Sie werden bei der ganz dicken Saite, sieht man ja, wie die schwingt. Dann sehen Sie tatsächlich, dass sie links und rechts in der Hälfte schwingt und in der Mitte tatsächlich nicht. Also das können Sie alles experimentell überprüfen hier. Machen wir mal weiter mit der Zeit. Das heißt, wir haben wiederum durch Vergleich oder Abkürzung k2c², wobei k unser kn ist, je nachdem welches von den n wir jetzt hier ansetzen. Schreiben wir das doch mal nochmal aus. Also k war ja pi mal n durch l, das heißt, das ist n Quadrat. Pi Quadrat durch L Quadrat und das C wiederum, das Quadrat war ja T durch Rho. Das heißt, hier sind jetzt wieder alle Größen bekannt, T, Rho und Groß L. Das heißt, wir wissen komplett, welche Werte dieses Q annehmen darf. Und jetzt ist aber gleichzeitig aus der Differentialgleichung hier, nehmen wir die hier, links den Teil. UW2-Punkt ist groß, nein, andersrum, hier, der Teil, da. W2-Punkt durch W ist gleich Q, das heißt, das ist nichts anderes als oben da dieser Term. Und das ist ja schon wieder eine gewöhnliche Differentialgleichung, deren Lösung wir kennen, das ist wieder eine Sinus- oder Kosinusfunktion. Die einzigen Funktionen, bei denen zweite Ableitung durch die Funktion selbst allermeistens, also da, wo man nicht gerade durch Null teilt, konstant ist, sind eben Sinus- und Kosinusfunktionen. Und das bedeutet für uns also, und jetzt haben wir hier ein W und ein Omega. Das ist Omega von t. Warum ist jetzt der Sinusanteil weg? Der Sinusanteil ist weg, weil wir ja für t gleich 0 mit einem System anfangen wollen, das sich in irgendeiner Art und Weise bewegt. Wenn ich jetzt bei t gleich 0 eine komplett flache Seite habe, dann ist das nicht unbedingt das, was physikalisch ja passiert. Also ich gehe eher davon aus, dass ich in einer Maximalauslenkung, also dass ich keine Konstante, ich multipliziere die Lösung w mit u. Das heißt, wenn w von t komplett 0 ist, wie bei der Sinusfunktion für t gleich 0, ist die gesamte Höhenfunktion komplett 0. Und damit möchte ich vielleicht nicht anfangen mit meinem System. Ich möchte eher mit einer Höhenfunktion anfangen, die mit einer festen Zahl multipliziert wird. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier die Kosinusfunktion in der Zeit, weil die nämlich für t gleich 0 den Wert 1 hat. Ich kann also, wenn ich die Anfangsbedingungen in irgendeinem von diesen Moden ansetze,
diese Moden haben ja keinen Vorfaktor, ne? Die schwingen zwischen minus und plus 1. Das heißt, ich kann jetzt mir eine Konstante aussuchen, die dann die Höhe der anfänglichen Mode angibt. Sagen wir das U, das steht da ja schon da rechts, ne? Hier, ich hatte das ja schon vorhergesehen, dass wir das mit einer Zahl groß U parametrisieren können. Dann nehmen wir die doch mal mit, und dementsprechend ist die Zeitfunktion nicht mehr skaliert mit irgendetwas, weil wir die Skalierung schon über das Produkt in dem groß U in der Ortsfunktion beliebig wählen können. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das bedeutet also, dass die, ich habe hier einen ganzen Satz Funktionen, Nummern, glaube ich, irgendwo hin liegen lassen, dass hier vielleicht macht das auch nichts, wenn ich ein paar Nummern überspringe. Wir müssen ja auch irgendwann zum Schluss kommen, und bis hierhin passt es, glaube ich, ganz gut zusammen. Also, was wir hier haben, ist die die Funktion von eben, die Mode, zu Zeit 0. Zu Zeit 0 ist ja die Zeitfunktion gerade 1. Ne? Und dementsprechend finden wir eben wieder durch Vergleich, dass unser Omega das gleiche ist, wie Wurzel Q, das heißt Omega Quadrat, N Quadrat, Pi Quadrat, so. Das heißt, Omega ist genauso wie K proportional zu N. Sprich, wir können gar nicht unabhängig voneinander die Frequenz in der Zeit mit der Mode im Ort verbinden. Jede Mode hat eine genau definierte Frequenz, in der eben auch das N vorkommt. Also für N gleich 1 ist das die sogenannte Grundschwingung. Dann ist das Omega die Wurzel aus diesem Term mit N gleich 1. Die Frequenz wiederum ist ja Omega durch 2Pi, wenn man Winkel und also Kreisfrequenz und physikalische Frequenz miteinander in Beziehung setzt. Und das können wir dann ausrechnen. Wir nehmen hier die Wurzel aus dem Ausdruck und teilen durch 2Pi. Dann fällt das Pi weg und wir bekommen N durch 2L, Wurzel groß T durch Rho, wobei das wieder mal C ist. Ne? Aber das sind jetzt alles Ausdrücke, die wir berechnen können oder physikalisch bestimmen können. Das erklärt auch, warum man Bassseiten sowohl länger als auch schwerer macht, weil beide von diesen Größen im Nenner stehen. Dann wird der Klang nämlich tiefer. Das nennen wir jetzt hier mal die 17 hier. Und aus musikalischer Hinsicht ist das eigentlich alles, was man wissen muss. Ne? Also das bedeutet für n gleich 1, das ist die niedrigste Frequenz und auch die niedrigste Anzahl von Bäuchen, nämlich gar keine, also nur einer. Und wir sehen aber auch, dass wir jetzt für jedes n haben wir eine Lösung. Also jedes n ergibt uns eine Ortsfunktion und eine Zeitfunktion und eine Amplitude groß U, die die Differentialgleichung löst. Da die Differentialgleichung aber linear ist, kann ich alle diese Lösungen aufaddieren und bekomme wieder eine Lösung. Das heißt, die universelle Lösung dieser ganzen Geschichte ist eine Summe parametrisiert mit dem Index klein n. Und dieses un ist für jedes klein n beliebig wählbar. Und wir haben hier das Produkt aus dem Ort Sinus und dem Zeit Cosinus. So, das heißt, wir können jetzt schauen, was ist mit der Anfangsbedingung ganz allgemein.
h von x und 0. Das ist nichts anderes als diese Summe. Und das ist ja, wenn Sie sich so eine Gitarrenseite nehmen und die zupfen, dann legen Sie ja h von x 0 fest. Das ist ja im Allgemeinen gar kein Sinus oder Cosinus. Das ist ja gegeben durch, sage ich mal, das Experiment, das wir hier durchführen. Zum Beispiel, ziehen Sie das Ding einfach ins Dreieck hoch und halten hier fest. Kann man ja machen mit so einer Seite. Und jetzt ist meine Behauptung, dass diese Funktion hier diese Form hat, haben muss, sonst hätten wir ja gar keine Möglichkeit, die Differentialgleichung hier laufen zu lassen in diesem Experiment. Das würde ja gar nicht passen. Ne? Und das haben Sie aber vielleicht auch schon gesehen. Ihnen ist vielleicht bekannt, dass man jede Funktion, jede periodische Funktion als Grenzwert einer Sinusreihe darstellen kann, genauso wie sie hier steht. Das ist eine Fourier-Summe. Wer kennt das von Ihnen? Haben Sie schon mal gesehen, ne? Und dementsprechend wissen wir, dass es einen eindeutigen Satz von groß U klein n gibt, die durch dieses Dreieck bestimmt sind. Das heißt, in der Praxis fangen wir an, die Seite zu zupfen, sagen, jetzt ist t gleich 0, lassen los und ganz in dem Moment, in dem wir loslassen, gucken wir uns diese Form an, zerlegen sie eindeutig so, dass wir wissen, welche Größen alle diese großen UNs haben. Und das bestimmt dann für alle Zeiten und Orte die Lösung, da die UNs als Parameter in dieser Gleichung weiter drin stehen. Das heißt, wenn Sie das Ding so anzupfen, dass Sie für n gleich 1 U1 gleich 0 haben, das ist ja das, was ich eben sagte. U1 ist ja die Mode, die in der Mitte den dicken Bauch hat. Das heißt, wenn Sie beim Anfang dann den Finger drauf halten und nur an einer Seite zupfen, dann erwischen Sie eine Schwingung, die von n gleich 2 aufwärts nur Teile hat. Der Ton ist also doppelt so hoch mindestens. Na, das sehen wir hier, das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir das nächste Woche erst bekommen, doppelt, also n gleich 2 ist doppelt so hohe Frequenzen, entsprechen einem Ton, der um eine Oktave höher liegt. Das sehen wir alles nächste Woche noch. Ne? Das heißt, n gleich 2 ist ein Ton mit einer Oktave höher, das ist der erste Oberton. N gleich 4 ist der Ton, der 2 Oktaven höher ist. Das ist aber, da ist ja noch ein Oberton dazwischen, nämlich n gleich 3. Was ist das denn? Das heißt, wenn man die Frequenz um den Faktor 3 höher legt, dann ist dieser Ton um den Faktor 3 halbe noch höher als die erste Oktave. Es geht also darum, wie hören wir einen Ton mit einem 3 halbe Verhältnis. Das werden wir nächste Woche noch uns genauer angucken. Das ist für musikalisch Interessierte ist es die Quinte tatsächlich. Verhältnis 3 zu 2 ist die Quinte. Das heißt, wir haben als dritten Oberton haben wir die Quinte über der nächsthöheren Oktave. Für n gleich 4 haben wir dann die zweite Oktave, n gleich 5. Was ist das denn? Das ist 5 Viertel über der zweiten Hochoktave. Und 5 Viertel ist die große Terz. Das heißt, wir produzieren hier einen Dur-Akkord, ohne das wirklich zu wollen oder gewollt zu haben. 5 Viertel ist die große Terz. 4 Drittel wäre nämlich die Quarte, aber die kommt überhaupt nicht vor, weil die 3 ja im Nenner gar nicht auftauchen kann, wenn wir immer mit ganzen Zahlen multiplizieren. Das ist ganz interessant. Ne? Also die Quarte ist was, die passt nicht zu allem. Das wissen Pentatoniker schon lange. Aber das ist jetzt so ein bisschen der mathematische Grund. Ne? Und n gleich 6 ist jetzt wieder nichts anderes als 3 mal 2. Das heißt, es ist oder 3 halbe mal 4. Das ist also nichts anderes wieder als die Quinte, nur schon wieder 2 Oktaven höher. Und für n gleich 7 wird es das erste Mal komisch. Das ist aber immer noch keine Mollschwingung. Ne? Also Sie sehen, dass die Obertöne alle so ein gewisses Verhältnis zum Grundton haben, das man musikalisch identifizieren kann. Und das so ein bisschen erklärt, wo die Leute früher, bevor es Mathematik und Physik wirklich gab, gewisse
Tonsysteme eingeführt haben. Das waren nämlich die, die man gehört hat. Und was man hört, sind nämlich diese ganzzahligen Intervalle, die schlicht und einfach aus der Physik rauskommen, der ganzen Geschichte. Die Physik gilt ja auch, wenn man sie noch nicht entdeckt hat schon. Das ist der Gag an der Sache. Gut, das ist hoffentlich eine vernünftige Überleitung zur nächsten Woche. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere Dinge hier auch vorstellen, zum Beispiel jede Mode hat eine bestimmte Energie. Die Energie, die ist proportional zu UN-Quadrat, vielleicht wenig überraschend, dass Energien quadratisch in Zustandsvariablen sind. Also das kennen Sie, wenn Sie eine Feder spannen. Und mit jeder Verdopplung der Feder wird die Energie viermal so groß, wie da drin steckt. Das kennen Sie vom Fahrradfahren. Die Geschwindigkeit geht quadratisch in die Bewegungsenergie ein. Deswegen ist mit 20 gegen die Wand fahren viermal so schlimm als mit 10. Das können Sie gerne ausprobieren, das stimmt. Und hier kommt aber noch Omega-Quadrat dazu. Das heißt, die Energien sind auch zur Frequenzquadrat proportional. Das liegt wiederum an dieser Geschwindigkeitssache, weil die Frequenz ja sich direkt in Geschwindigkeit der Rauf- und Runterschwingung übersetzt. Und wenn die Geschwindigkeit entsprechend ansteigt, kommt dieses Quadrat in der Geschwindigkeit in die Energie mit rein. Das heißt, bei konstanter Energie über alle Ns werden die UNs, die Amplituden, immer kleiner. Und so weiter. Also da kann man jetzt noch versuchen, das mit dem Ausklingverhalten von Gitarrenseiten in Verbindung zu setzen, welche Mode wird wie stark gedämpft und so weiter. Aber das war ja hier alles ideal. Wir haben keinerlei Dämpfung angenommen. Dämpfung bedeutet, dass über die Zeit die Schwingung in der Amplitude abnimmt. Das ist hier nicht vorgesehen. Ne? Also diese Differentialrichtung schwingt auf ewig in alle Zeit weiter mit absolut perfekten Verhältnissen in Ort und Zeit. Das ist in der Praxis natürlich nicht so. Ne? Da wird gedämpft, da kommt noch ein Dämpfungsfaktor hinein. Und physikalisch sind Dämpfungsfaktoren geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, dann kommt hier noch ein W-Punkt kommt dann rein. Und das W-Punkt ist dann der geschwindigkeitsabhängige Energieverlust. Das ist typisches Reibungsverhalten. Ne? Also Reibung ist normalerweise proportional zu der Geschwindigkeit und nicht zur Beschleunigung. Und stellt man fest, dass die Amplitude exponentiell mit der Zeit noch abnimmt. Das könnten Sie tatsächlich auch machen. Also Sie können ja solche Differentialgleichungen lösen. Sie kennen da verschiedene Mittel und Wege. Man kann also dann noch so ein Minus-QW-Punkt-Term da rein beschreiben oder physikalisch hineinmotivieren, um gedämpfte Schwingungen zu betrachten. Das machen wir aber nicht. Ich würde den Vortrag dann hier beenden und horche jetzt nochmal gezielt ins Publikum, was es denn so für Fragen gibt. Also Sie können gerne was sagen, das kommt nicht ins Video. Ja, also hier kam die Frage, was wir mit dem Vierdrittel und der Quarte meinen. Also das Tonverhältnis 4 zu 3 ist das, was man so als Quarte kennt. Und wir sehen ja hier in der Gleichung, dass die Frequenzen alle ganzzahlige Vielfache einer bestimmten Grundfrequenz sind mit n gleich 1. Und wir müssten ja, um eine Quarte zu produzieren, zum Grundton, sage ich mal, oder zu irgendeiner Oktave. Also die Oktaven sind n gleich 1, n gleich 2, n gleich 4, n gleich 8, n gleich 16 und so weiter. Und dann bräuchten wir eine Schwingung, die 4 Drittel mal diese Zahl ist. Aber wenn n schon eine Zweierpotenz ist, und wir multiplizieren mit 4, haben wir immer noch eine Zweierpotenz, aber wir teilen dann durch 3. Und dieses durch 3 ist ja überhaupt nicht ist ja keine ganze Zahl, ist ja ein Drittel. Ja, und wir haben ja hier nur ganzzahlige Ns, die auftauchen können. Das heißt, alle Frequenzen, die rechnerisch einem nicht ganzzahligen kleinen n entsprechen, tauchen physikalisch in dieser idealisierten Schwingung
einfach überhaupt nicht auf. Die sind physikalisch gar nicht in diesem System vorhanden. Ich würde Sie alle aufrufen, hier so ein paar, wer so ein Saiteninstrument zu Hause hat oder so ein Seil am Sportplatz kennt oder so, suchen Sie mal ein paar Spannungen, Dichten, Längen und so raus und messen Sie das mal. Sie können die Zeit, können Sie stoppen, Sie können messen, wie lang ist die Saite und so weiter, und dann bin ich wirklich gespannt, ob Sie mir das hier glauben können, ne? Also wenn das Experiment das hier widerlegt, dann war das leider alles nichts weit. Das würde ich Ihnen dann überlassen. Sonst noch was? Ja? Q-Konstant, ja. Nein, das also. Nein, was wir gesagt haben, ist, dass wir hier die Gleichung 11 uns angeschaut haben. Das aus unserem Separationsansatz folgt, also die Frage war, wo kommt das Groß Q her, warum ist das konstant? Aus dem Separationsansatz folgt, dass links eine zeitabhängige Funktion steht und rechts eine ortsabhängige. Das kann nur dann gelten, wenn sowohl die linke als auch die rechte Seite eine konstante Zahl sind, die also keine Funktion von Ort oder Zeit oder beidem. Deswegen haben wir gesagt, das muss gleich groß Q sein. Das hätte ich vielleicht hier reinschreiben müssen. Und das wissen wir, muss so sein. Q ist eine Zahl, und im Folgenden versuchen, Sie sehen hier schon, dass wir Q in C umrechnen können. Und das haben wir hier gemacht. Das heißt, mit dieser Gleichung haben wir hier weitergerechnet und versucht, mögliche Werte für Q zu bestimmen. Sie können, wir haben hier die Zahl dann K genannt, aber diese Gleichung, Sie können ja hier in der Sinusfunktion, können Sie ja U2 gestrichen ausrechnen, das ist K² mal U durch zwei innere Ableitungen in K. Und dann sehen Sie, dass U2 gestrichen durch U hier gleich K² ist. Das heißt, Q und K sind das gleiche bis auf den Skalierungsfaktor C², ne? Also C² K² gleich Q. Also es ist jetzt egal, ob Sie K festsetzen, dann bekommen Sie Q, oder Sie setzen Q fest und dann bekommen Sie K. Weil die beide, das steht dann auf der nächsten Seite hier, hoffentlich. Na, es könnte sein, das ist doch hier oben links, ne? Also Q ist, das ist im Grunde Qn auch, ne? Also auch Q hängt, für jedes N kommt ein separates Q heraus. Das ist ein guter Punkt, das N hätte man vielleicht hier generell überall an das Q dran schreiben sollen. Das ist richtig. Hier. Danke. Genau, sonst kann es nicht aufgehen. Schön, haben Sie noch was gefunden? Ist ja keine schwere Rechnung, ne? Wenn Sie auf dem Weg zum Experiment sind, können Sie ja die Theorie nochmal überprüfen in der Zwischenzeit. Man kann im Internet auch so von Gitarrenseiten herstellen, gibt es so Tabellen, welche Seite mit welcher Dicke wie stramm üblicherweise gespannt wird und welche Frequenz dann normalerweise rauskommt. Also da steht dann, die A-Seite ist normal so und so dick, so und so stramm gespannt und so. Daraus kann man dann ja zum Beispiel dann hier verschiedene Sachen zurückrechnen in den Formeln. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und vor allem für die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal.